Hallo und willkommen auf Ihrer Transformationsreise. Wenn Sie sich dieses Video ansehen, bedeutet das, dass Sie spüren, dass etwas Tiefgreifendes und Bedeutungsvolles in Ihrem Leben geschehen wird. Stellen Sie sich die folgende Szene vor. Sie wachen auf und sehen den Vollmond hell am Nachthimmel leuchten. Anstatt nur seine Schönheit zu bewundern, spüren Sie eine Welle von Energie, ein Gefühl, dass sich etwas in Ihnen und um Sie herum verändert. Sie beginnen, seltsame Zufälle zu bemerken. Ihre Gefühle werden intensiver und Ihre Gedanken scheinen klarer denn je. Das ist nicht nur die Magie des Vollmonds. Das Universum signalisiert Ihnen, dass es Zeit für eine tiefgreifende Transformation ist. Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass sich in Ihrem Leben etwas verändern wird, dass eine unsichtbare Kraft Sie zu etwas Neuem drängt, aber Sie können noch nicht klar erkennen, was es ist? Dies ist der perfekte Zeitpunkt, um aufzuwachen und sich dieser Zeichen bewusst zu werden. Vom 1. bis 15. August wird der Vollmond den Weg für Ihr spirituelles Erwachen und Ihr persönliches Wachstum erhellen. Während dieses Zeitraums werden sich 8 spezifische Zeichen in Ihrem Leben zu manifestieren beginnen, die anzeigen, dass Sie für einen Neuanfang bereit sind. Ich werde jedes dieser Zeichen enthüllen und Ihnen zeigen, wie Sie sie erkennen und nutzen können, um Ihr wahres Potenzial zu erreichen. Wir werden besprechen, wie diese Veränderungen Ihr Leben beeinflussen können und wie die Energie des Vollmonds Ihr spirituelles Erwachen fördern kann. Jetzt frage ich Sie, sind Sie bereit, diese Zeichen zu verstehen und für sich zu nutzen? Wie können Sie die Energie des Vollmonds nutzen, um eine tiefe, persönliche Transformation zu bewirken? Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie diesen Kanal abonniert haben. Ich bereite eine Reihe von Videos vor, die dich auf deiner Reise der Selbstentdeckung und des spirituellen Wachstums begleiten sollen. Also fangen wir an. Wenn Sie in dieses neue Kapitel eintauchen, werden Sie als erstes bemerken, wie sich Ihre Wahrnehmung von Zeit und Raum verändern wird. Das kann aufregend sein, aber auch ein wenig verwirrend, denn die Zeit wird nicht mehr dieselbe zu sein scheinen. Manchmal scheinen die Tage durcheinander zu sein oder schneller oder langsamer zu vergehen. Das deutet darauf hin, dass Sie sich mit höheren Energien verbinden, wo die Zeit anders erlebt wird. Du wirst auch anfangen, dich mehr mit den Orten und Menschen um dich herum verbunden zu fühlen. Vielleicht spüren Sie eine besondere Verbundenheit mit der Natur oder Sie erkennen, dass Sie Menschen und ihre Energien besser verstehen. Diese Veränderungen betreffen nicht nur Ihren Geist. Auch Ihr Körper kann sich anders anfühlen, leichter oder schwerer, während Sie sich auf diese neuen Schwingungen einstellen. In dieser Zeit ist es wichtig, konzentriert zu bleiben. Versuchen Sie, im gegenwärtigen Moment zu sein und Dinge zu tun, die Ihnen helfen, sich zu konzentrieren. Vielleicht bemerken Sie, dass Ihre Träume lebendiger und mit Botschaften gefüllt sind. Achten Sie auf sie, denn sie können wichtige Hinweise auf Ihren spirituellen Weg geben. Ein weiteres Anzeichen für diese Veränderungen ist, dass es Ihnen leichter fällt, tiefere Weisheit anzuzapfen. Vielleicht bemerken Sie, dass sich Ihre Intuition geschärft hat oder dass Sie Träume haben, die Ihnen wichtige Ratschläge geben. Hören Sie auf diese Instinkte, denn sie sind direkte Verbindungen zu Ihrem tiefsten Selbst. Das Praktizieren von Meditation und Achtsamkeit ist wie ein Geschenk an Sie selbst. Wenn Sie Ihre Gedanken zur Ruhe bringen und sich auf Ihre innere Welt konzentrieren, fällt es Ihnen leichter, die Botschaften des Universums zu hören und sich als Teil von allem zu fühlen, was Sie umgibt. Dieser Zustand der Ruhe kann große Einsichten bringen und Ihnen helfen, Ihren Lebensweg besser zu verstehen. Wenn Sie sich mit dieser besonderen Weisheit verbinden, werden Sie feststellen, dass Ihre Kreativität und Problemlösungsfähigkeit zunimmt. Neue Ideen werden Ihnen leichter kommen und Sie werden schneller Lösungen finden. Außerdem werden Sie vielleicht anfangen, mehr Zufälle in Ihrem Leben zu bemerken.
so als würden ihnen Zeichen den Weg zu ihrem wahren Weg weisen. Nehmen Sie diese neue Fähigkeit mit Dankbarkeit und Zuversicht an. Sie ist wie ein mächtiges Werkzeug, das Ihnen nicht nur helfen wird, die bevorstehenden Veränderungen zu bewältigen, sondern Ihnen auch ein erfüllteres Leben mit einem klaren Ziel ermöglicht. Wenn Sie sich in die fünfdimensionale Dimension begeben, werden Sie außerdem feststellen, dass sich Ihre Gefühle der Empathie und des Mitgefühls erheblich verstärken. Sie werden sich mehr auf die Gefühle und Erfahrungen der Menschen um Sie herum einstellen. Manchmal kann dies sehr intensiv sein. Sie können die Emotionen anderer mit größerer Tiefe fühlen, ihre Freuden, Ängste und Sorgen. Das ist wunderbar, denn es vertieft die Beziehungen zu anderen, aber es ist auch wichtig, während dieses Übergangs auf sich selbst aufzupassen. Es ist wichtig, Selbstfürsorge und Techniken zur Erhaltung des Gleichgewichts zu praktizieren. So können Sie Ihr gesteigertes Einfühlungsvermögen nutzen, um andere zu unterstützen und zu inspirieren, ohne sich überfordert zu fühlen. Denken Sie daran, dass es wichtig ist, sich um sich selbst zu kümmern, damit Sie anderen weiterhin auf positive Weise helfen können. Dieses neue Mitgefühl geht über die Menschen hinaus, die Ihnen nahestehen. Es kann Sie dazu inspirieren, mehr für das Wohlergehen Ihrer Gemeinschaft und des Planeten zu tun. Taten der Freundlichkeit, freiwilligen Arbeit und die Sorge für die Umwelt werden Ihr Herz tiefer berühren, wenn Sie sich mit den Energien der Liebe verbinden. Wenn Sie sich für diesen neuen Lebensabschnitt öffnen, werden Sie feststellen, dass Ihre übrigen Beziehungen noch besser werden. Mit deinem wachsenden Mitgefühl und deiner Liebe wirst du mit Menschen auf einer tieferen und aufrichtigeren Ebene interagieren. Diese neuen Beziehungen werden auf Respekt und Verständnis beruhen. Sie werden auch neue Menschen kennenlernen, die ihre Werte und Interessen teilen, wodurch neue Freundschaften und Gruppen entstehen werden, die sie unterstützen und ihnen helfen, sich als Teil einer besonderen Gemeinschaft zu fühlen. Betrachten Sie diese Veränderungen in Ihren Beziehungen als Gelegenheiten, Ihrem wahren Selbst näher zu kommen, wenn Sie diesen Weg des Wachstums weitergehen. Diese neuen und tiefen Freundschaften werden Ihr Leben bereichern und Ihnen starke emotionale und spirituelle Unterstützung bieten. Um diese neuen Verbindungen noch stärker zu machen, ist es wichtig, offen und ehrlich mit den Menschen um Sie herum zu kommunizieren. Indem Sie Ihre Gefühle mitteilen und die Veränderungen wahrnehmen, die sich ergeben, stärken Sie Ihre Beziehungen. Sie werden feststellen, dass Ihre Gespräche bedeutungsvoller werden und dass Sie echte und tiefe Freundschaften anstreben, statt oberflächliche Kontakte. Dieser Wandel in Ihren Beziehungen ist ein klares Zeichen dafür, dass Sie geistig wachsen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, sich mit Menschen zu umgeben, die Ihnen gut tun, schaffen Sie eine harmonischere und glücklichere Umgebung, die mit diesen neuen, höheren Energien in Einklang steht. Der letzte Schritt zum Eintritt in die fünfte Dimension besteht darin, die besonderen Fähigkeiten zu wecken, die in Ihnen verborgen waren. Zunächst können sich diese Fähigkeiten unmerklich manifestieren. Sie bemerken vielleicht, dass Ihre Intuition schärfer wird, Ihre Träume klarer werden oder Sie eine tiefere Verbindung mit Ihrer inneren Weisheit spüren. Dies sind Anzeichen dafür, dass sich Ihre spirituellen Fähigkeiten zu manifestieren beginnen. Wenn Sie sich diesem Prozess widmen und sich klare Absichten setzen, werden diese Gaben immer deutlicher zutage treten. Vielleicht stellen Sie fest, dass Sie Energieheilungsfähigkeiten, übersinnliche Fähigkeiten oder ein natürliches Talent für spirituelle Praktiken wie Meditation oder sogar Wahrsagen haben. Es ist wichtig, diese Gaben mit Enthusiasmus anzunehmen und sie mit Neugierde zu erforschen. Versuchen Sie, von Mentoren oder Lehrern zu lernen, die Sie anleiten können, und nehmen Sie an Kursen teil, die Ihnen helfen, diese Fähigkeiten zu entwickeln. Vertrauen Sie Ihrer Intuition und folgen Sie Ihrer inneren Führung, um diese neuen Talente zu erforschen und bestmöglich zu nutzen.
Wenn du beginnst, deine spirituellen Fähigkeiten zu entdecken und zu nutzen, wirst du feststellen, dass sich alle Aspekte deines Lebens verbessern. Diese Gaben werden ihnen neue Einsichten und Führung bringen und ihnen helfen, ihren spirituellen Weg besser zu verstehen und ihm mit größerer Klarheit und Zielstrebigkeit zu folgen. Darüber hinaus werden diese Fähigkeiten es ihnen ermöglichen, andere zu unterstützen und ihnen zu helfen, zu wachsen und ihren eigenen spirituellen Weg zu finden. Wenn wir weiter auf all diese erstaunlichen Zeichen des Übergangs in die fünfte Dimension schauen, erkennen wir, dass wir eine tiefgreifende Transformation durchlaufen. Vom 1. bis 15. August 2024, insbesondere während des Vollmonds am 15. August, werden wir eine einzigartige Gelegenheit haben, zu wachsen und spirituell zu erwachen. Diese Zeichen, wie eine neue Wahrnehmung von Zeit und Raum und die Entdeckung verborgener spiritueller Talente, zeigen, dass sie sich mit höheren Energien verbinden und in einer neuen, sich ausdehnenden Realität leben. Erinnern Sie sich daran, dass diese Veränderungen zwar herausfordernd sein können, aber ein wichtiger Teil Ihrer Reise zu einem erleuchteten und erfüllteren Leben sind. Nehmen Sie diese Veränderungen mit offenem Herzen und Vertrauen an, denn Sie wissen, dass Sie von einer höheren Weisheit geführt werden, die das Beste für Ihr spirituelles Wachstum will. Jedes Zeichen und jede Veränderung sind wertvolle Geschenke, die Ihnen helfen, das Universum besser zu verstehen und sich tiefer mit ihm zu verbinden. Zum Abschluss unseres Gesprächs darüber, wie das Befolgen der Mondzyklen mehr Wohlstand, Gesundheit und Reichtum in unser Leben bringen kann, hoffe ich, dass Sie den Zauber dieser Verbindung zum Kosmos gespürt haben. Mein Name ist Carmen und es war mir eine große Freude, diese Ideen mit Ihnen zu teilen, die Ihr Leben verändern können. Denken Sie daran, dass jede Mondphase eine besondere Gelegenheit ist, zu planen, an Ihren Träumen zu arbeiten und die Früchte Ihrer Bemühungen zu ernten. Wenn Sie sich auf diese natürlichen Rhythmen einstellen, verbessern Sie Ihr Leben und helfen, das Universum im Gleichgewicht zu halten. Jeder Schritt, den Sie tun, um dem Mond zu folgen, bringt Sie der Verwirklichung Ihrer größten Träume näher. Fällt es Ihnen schwer, das, was Sie in diesem Video gelernt haben, anzuwenden? Willst du die Wahrheit darüber erfahren, wer du bist? Im ersten angehefteten Kommentar haben wir einen speziellen Link für dich, der dir auf dieser Reise der Selbstentdeckung helfen wird. Wenn Sie nach Antworten auf die Fragen nach dem Sinn des Lebens suchen und sich tiefer mit Ihrer Spiritualität verbinden wollen, verschwenden Sie keine Zeit mehr mit der Suche nach leeren Antworten. Klicken Sie auf den Link im ersten angehefteten Kommentar und beginnen Sie jetzt Ihre Reise zur inneren Erleuchtung. Üben Sie weiter, was wir heute gelernt haben, denn ständige Übung ist der Schlüssel dazu, dass diese Prinzipien in Ihrem Leben wirklich funktionieren. Und vergiss nicht, mit uns in Kontakt zu bleiben. Abonniere den Kanal und schalte die Benachrichtigungen ein, damit du keine Inhalte verpasst, die dir helfen, dich zu entwickeln und dein spirituelles Bewusstsein zu erweitern. Gemeinsam können wir eine Zukunft erschaffen, in der Fülle und Ganzheit nicht nur ein Traum sind, sondern Realität. Danke, dass Sie uns auf dieser Reise der Transformation begleiten. Bleiben Sie auf Entdeckungsreise. Wachsen Sie und glauben Sie an das unglaubliche Potenzial, das Sie haben. Wir sehen uns bald, haltet eure Schwingung hoch und denkt daran, dass ihr der Schöpfer eurer Realität seid. Möge euer Weg mit Licht, Liebe und erstaunlichen Veränderungen gefüllt sein. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis bald.